So Leute, willkommen zurück im letzten Part. Ja, ihr könnt es euch selber ansehen, aber ich sag's trotzdem. Wir sind in den hängenden Gärten gekommen und wir haben Farah getroffen, eine alte, nette, bekannte Verbündete, die sich nur nicht mal dran erinnert, weil das nie passiert ist. Und naja, es war eigentlich ein witziger Part. Ich nehme an, das ist hier so ein Kurbelrätsel, wo wir die ganzen Dinger drehen müssen. Da steht Farah. Ja, okay, ich nehme an, dass er. Ah, ich verstehe das. Ich verstehe es. Dass er dreht dann die zwei Türme. Ja, genau. Die geht dann hier rüber. Oder springt diesen Minisprung. Könntet ihr euch vielleicht etwas beeilen? Ihr könnt ja hier herunterkommen und es selbst ausprobieren. 7 Jahre und nichts hat sich geändert. 7 Jahre? Wovon sprecht ihr da? Das ist nur eine Redensart. Irgendetwas scheint mit euch nicht zu stimmen. Sie hat keine Ahnung. Nice. Ich mag auch den dunklen Prinzen so. Der ist so cool. Aber jetzt nervt er mich noch mehr. Hä? Ach, ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich hier. Komm, drehen wir das hier nochmal um. Und rüber. Ah, wir machen Fortschritte. In diesem Turm scheint eine Glocke zu sein. Vielleicht kann ich das Seil lösen, wenn ihr mir auf den Balkon helft. Damit könnt ihr zum Türschalter gelangen. Bei meinem Glück werde ich sicher ein paar Fallen auslösen. Oder Monster aufschrecken. Oder gar das Ende der Welt einläuten. Wäre ein bisschen Optimismus zu viel verlangt? Das Leben hat mich gelehrt, dass Wunschdenken zu nichts als Enttäuschung führt. Nice. Da können wir sie nicht auch einmal hier umdrehen. Diese Gespräche sind doch schon cool. Zwischen uns, der dunkle Prinz und dem Pfarrer. Das ist doch schon ganz cool, muss man sagen. Oh, komm! Oh, falsche Taste. Aha, er zappelt auf den Boden. Dann können wir sie one-hitten. Wieso? Ah ne, obwohl, das ist ganz gut. Verdammt! So. Ja, genau. Ich habe gewartet. Bis dieser Zeitpunkt gekommen ist, obwohl das schlechter. Oh Gott. Wie viel Leben haben wir bloß verloren? Dann, oh Gott. Ne, hier geht's nicht zurück. Wie zum Teufel kommen wir denn zurück? Hier oben war doch das Ding, ja. Ich kann doch nicht so hoch rennen, oder? Nee. Muss ich hier. Nee, es kann doch auch nicht sein, oder? Nee. Von da aus kamen die Hunde, ja. Wie komme ich denn zurück? Kann ich Q? Nee, Q kann ich jetzt nicht mehr drücken. Bin ich blöd? Oh, Waffenständer. Manchmal lohnt sich die Waffe zu werfen. Leertaste und E. Ach so, ja, ich weiß schon. Warte mal, hier muss ich doch hochkommen. Zum Kuckuck soll ich dann zurückkommen? Irgend so eine Kiste, die ich verschieben kann? Irgendwie sowas? Ha. Wie, muss ich den Turm bewegen? Und. Nee, warte mal. Hä? Bin ich blöd? So einen Sturz kann ich nicht überleben. Ich kann mich dann nirgendwo festhaken. Wieso? Vielleicht muss ich ja noch irgendwas bewegen. Nee, das kann nicht sein. Wir müssen andere Dinge bewegen. Ich bin hier irgendwie gefangen, kann das sein? Ja, aber jetzt kann ich auf einmal dran, oder wie?
Das verstehe ich jetzt nicht. So. Weh, ich sterb jetzt. Danke. Ey, nach jedem Kampf verlieren wir so viel Leben. Das ist so unglaublich. Außer den Kampf, wenn es um die Sandportale geht. Da finde ich es sehr wenig. Aber wenn es hier so Kämpfe hier mit 4 Soldaten sind, oder... Ihr habt's? Nein, wir. Na, ja, ja. Also, was wollte ich sagen? Ja, wenn es so Kämpfe sind mit 4 Leute und Bogenschützen dabei, ja, dann verliere ich immer so. Oder wenn es gegen... Gerade gegen diese Hunde hier. Da habe ich jetzt auch gerade so viel Leben verloren. Das ist unglaublich. Ich mag Prince of Persia die Tiere überhaupt nicht. Die Sandtiere, die sind so doof. Wartet! Da drinnen sind Verwundete. Wir sollten ihnen helfen. Das ist nicht die Zeit, Prinz. Helfen kannst du später noch. Los, Fahrer. Geh zu den Verletzten. Ich komme zu euch, wenn ich mit dem Visier fertig bin. Und nochmal. Ja, wir kümmern uns immer um das Grobe. Sie kümmern sich um andere und wir kümmern uns um die richtig tödlichen Sachen. Wir mögen ja die Gefahr. Aber indem wir Leute töten oder das Tödlichste machen. Und so trennten sich der Prinz und Fahrer. Sie strebte danach, Leben zu retten. Moment mal. Wenn wir das Tödlichste machen, helfen wir auch gleichzeitig den Leuten wie in der Arena. So, jetzt kann er weiterreden. Zu vernichten. Der Prinz wollte seinem Feind gegenübertreten und die mächtigen Krieger nutzen, die sich im Tempel verschanzt hatten. Der Gedanke an Ruhm und Rache trieb ihn voran. Ruhm. Aber da war noch etwas. Während er in die Tiefe hinabstieg, verweilten seine Gedanken bei Farah. Er fragte sich, ob auch sie an ihn dachte. Ja, warum nicht? Warum Speicherpunkt? Gott sei Dank. Ich kann speichern. Ach komm. Soll ich die Geschichte ja, bitte. Setzen, wenn ihr nächstes Mal ja, ich flehe dich an, mach das. Danke. Ein Speicherpunkt. Wir wollen die mächtigen Krieger hier verwenden. Klingt nach einem guten Plan. Geh runter in den Tempel, Oh, die Krieger sehen nicht sehr gesund aus, wenn ich sie hier liegen sehe. Die sehen aber nicht sehr gesund aus, die mächtigen Krieger. Wow. Städte zu erobern ist ehrenvoll, aber sie mit solcher Grausamkeit zu überziehen ist schändlich. Ich werde ihm jeden Streich vergelten, den er gegen mein Reich führte. Wir sind nah dran, so nah. Nun soll er selbst leiden. Der verwandelt sich irgendwie immer mehr in den dunklen Prinz. Oh, warum muss ich denn reden? Ja, aber der mental gesehen verwandelt er sich immer mehr zum Dunklen, zu seinem bösen Ich. Und jetzt sind wir hier sowas. Wo zu gucken muss ich denn hin? Ach, da hinten. Können wir eigentlich auch von hier oben erwürgen? Komm, eh. Komm schon, Mann. Oh. Ja, erwürg. Ach so. Stimmt, wir haben ja keine Zweitwaffe. Ah, da muss ich nochmal gewöhnen. Das Prinz kann mir ja keine Zweitwaffe besitzen, habe ich vergessen. Der guckt jetzt nicht gerade. Ui, guten Tag. Ui. Der kommt in unsere Richtung. Wir töten sie alle mit Speedkills. Das finde ich macht irgendwie mehr Sinn und Spaß. Mann, was macht denn der? Hopp. So. Und erwürgen. Tja. Damit hast du nicht gerechnet.
Zack. Tschüss. Diese Tiere sind wahrscheinlich die tödlichsten gegen die Sandprinzen. Da sie meinen Sand klauen. Und die geben keinen Sand. So. Springen und zack. Sind wir oben. Andere Richtung, danke. Aber der Sandprinz ist doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Nur am Anfang bei den Kanalzombies war da richtig kacke. Das muss man zugeben. Zack. Zack. Was redet der Visier da unten? Oh. Was schreit er da? Ich kann die jetzt ehrlich gesagt nicht hören. Das wäre wirklich zu leise ein bisschen. Einmal rüber. Einmal springen. Einmal so rüber und zack. Babylons letztes Bollwerk. Gefallen. Diese Männer dienten treu meiner Familie. Mit ihrem Tod fällt die Stadt nun ganz in die Hand des Wesirs. Oh, denn sind wir wirklich die Einzigen, die was dagegen machen können. Irgendwie tragisch. Wie komme ich nach hoch? Ich nehme an, da dreht sich irgendwann um. Ach, egal. So. Oh, da steht ja noch einer. Den habe ich ja total übersehen. Aha, okay. Aber die akrobatischen Leistungen hier sind doch nicht so schlecht. Mit den Ketten. Oh nee, was macht ihr hier in der Oberfläche? Oh, sie scheinen das Licht nicht zu mögen. Locke sie ans Licht. Schlag zu, solange sie blind sind. Komm. Wir machen den Tornado. Wow, 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 wow. So. So. Wie ging das? So greift man sich und dann zack. Hier machen wir einen Tornado. So, jetzt. Zack. Zack, 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 zack. Sieht so pervers aus. Tisch, 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 tisch. So. Verarsch mich. Eieiei. So. Täusch uns nicht mit deinem Kettenschwert. Und zack. Komm. Meine Fresse. So. Danke. Sehr liebenswert von euch. Oh, und das ist eine Sandkiste. Die nehme ich nochmal mit. Ich habe mir die, ich weiß nicht, was wir alles kriegen durch den Sandkredite. Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Ich kam, um euch zu finden, und das ist die Antwort. Wo ist eure Brüder im Jenseits? Wo sind die Fallen? Das stimmt aber nicht. Irgendwas habe ich übersehen. Bestimmt der hier Schalter da. Das ist jetzt schlecht, dass ich jetzt Lebensenergie verloren habe. Naja, weil. Oh Gott, das ist ja der Visier. Komm her, ich töte dich, ich. Oh nein, ganz schlecht. Ich will den Visier jetzt umbringen. Der stand da doch. Der hat uns gesehen, wir haben ihn gesehen.
da diese gute Säge umgelegt hat. Ist das noch eine Sandkiste oder? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ich wollte ihn doch töten. Dieses Loch, da scheint mir gruselig. Ich glaube, da kommen gleich Sandmenschen raus. Ach nee. Wir halten nur das Wasser auf. Und jetzt fließt alles weg. Okay. Jetzt können wir in die Oberfläche. Aber was mich interessiert, warum sind die Kanalzombies hier? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich bin mir nicht sicher. Doch, soweit. Also irgendwie kann ich die Entfernung manchmal nicht abschätzen. Hä? Jedes Mal, oh, wenn ich ihm nahe komme, entschwindet er. Warum stellt er sich nicht in Kampf? Der ist ein Feigling. So einfach. Es ist. Jetzt habe ich das. Es ist nicht alles Kampf, Prinz. Manche Schlachten finden auf anderer Ebene statt, mit anderen Mitteln. Ich fürchte, du hast deinen Gegner unterschätzt. Begehen wir nicht zweimal denselben Fehler. Wie man das Loch da hinten. Ich glaube, wir müssen sowieso da lang. Da unten kamen die Sandtypen. Geht auch rüber. Hörst man auf damit? Danke. Ja, interessant, dass. Ich dachte, ich wäre die losgeworden, diese schwarzen Leute da. Naja, wohl, jetzt sind sie noch rot. Diese Messerwerfer, sag ich mal. Die habe ich so gehasst. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, warum nicht? Leben kann hier schaden. Noch zwei. Oh, das sieht jetzt aber interessant aus. Das ist jetzt wahrscheinlich. Nee, das. Oh, oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Das ist ja eine coole Idee. Njaun, 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 njaun. Das ist jetzt. Hä? Achso, wahrscheinlich muss ich. Ah, jetzt saß die da zu lange. Komm schon. So, geschafft. Dafür meinen ganzen Sand verschossen. Also ich hoffe, dass wir jetzt gleich in den nächsten 2 Minuten Speicherpunkt finden. Denn der Part neigt sich doch langsam dem Ende zu. Oh, und wir haben jetzt noch mehr Leben. Ist das nicht cool? Das lassen wir mal. Dann hier durch und dann. Und dann sind wir hier unten. Wo seid ihr? Ich habe euch doch gesehen, ihr Messerwerfer. Wenn ihr nicht wollt. Nicht mein Problem. So. Und komisch, dass sie jetzt da unten weg sind. Ich hätte sie jetzt doch gerne bekämpft. Dann müssen wir hier hoch, oder wie? Ich weiß nicht, das könnte mir jetzt mein Tod bedeuten. Nein, ich lebe noch. Ein Segen. Ich weiß, sie könnten jetzt die Dinger zerstören und versuchen Sand zu kriegen. Heil, ich will speichern. Aber komm, wir machen das. So, wie viel kriege ich? 4 Stück auf einmal, nicht schlecht. Uns fehlt aber trotzdem noch eins. Babylon war schließlich gefallen. Und niemand war mehr da, der dem Prinzen zu Hilfe eilen konnte. Er war der Stadt letzte Hoffnung. Ja. Würde er versagen, wäre Babylon für immer verloren.
Der Visier begnügte sich nicht mehr mit der Krone. Er wollte ein Gott sein. Aber würde der Prinz die Lage erkennen, in der er sich befand? Und wenn ja, würde er die Bürde schultern? Würde er ein Held sein? Ja, sicher. Wer weiß. Also ich will gerne ein Held sein. Wir retten die Welt vor der Apokalypse. Der will ein Gott sein? Ernsthaft? Nur weil er das mächtigste Wesen ist. Aber wie kann... Das ist... ich weiß nicht, wie ich das sagen sollte, aber... Selbst wenn er so ein Wesen ist, ich glaube, ein Gott kann er nicht werden. Das ist, glaube ich, ein Traum, den er... Eine gute Stelle, um nächstes Mal weiter zu erzählen. Ja, wenn man da HK denkt, das ist auch ein 48. Wir beenden das, den Part erstmal und sag ich mal, bis zum nächsten Part. Bis dann.